Hier sind die Ems TV News. Heute ist Donnerstag, der 26. November. Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Ihrer Region. Seit Beginn der Pandemie vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland insgesamt 3.441 Corona-Infektionen. Dies sind 59 mehr als am Vortag. Als genesen gelten heute 52 Personen. Insgesamt liegt die Zahl der Genesenen nun bei 2.782. Aktuell sind 615 Menschen infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich rund 2.000 Menschen. Bund und Länder haben sich gestern erneut über die Corona-Maßnahmen beraten und sehen weiter die Notwendigkeit zu handeln. Albert Stegemann, Mitglied des Deutschen Bundestages, erklärt uns, was genau nun beschlossen wurde und was die neuen Beschlüsse angesichts des konsequent hohen Inzidenzwerts für die Region bedeuten. Die neuen Regelungen für Hotspots gelten diese halt eben auch für den Landkreis Emsland, weil wir hier ja wirklich seit Wochen einen konsequent hohen Inzidenzwert haben von über 90 mindestens. Genau, wir sind jetzt, ich glaube, die neuesten Werte für die Grafschaft und das Emsland sind irgendwie 106 und 120. Also wir liegen deutlich über 50, aber wir sind Gott sei Dank noch nicht bei 200. Deswegen die verstärkten Inzidenzwerte, logischerweise müssen wir dann eben auch Maßnahmen ergreifen, die angezeigt sind, die ich gerade vorgetragen habe. Wir sollten aber alles dafür tun, um nicht über 200 zu kommen, weil wenn wir über 200 kommen, dann müssen auch die Behörden, sie haben dann gar keine Alternative, dann wirklich den Hammer rausholen, um es mal bildlich zu formulieren. Es geht nie darum, der Wirtschaft eins auszuwischen oder die persönlichen Freiheiten einzuschränken, sondern es geht immer darum, schneller zu sein als das Virus. Das heißt, wenn Maßnahmen angeordnet werden, dienen sie dem Bevölkerungsschutz, weil wenn wir später konsequent anfangen, Dinge umzusetzen, müssen wir es umso härter tun. Deswegen bitte ich dann auch um Verständnis für die Anordnungen, auch wenn sie ganz ins Privatleben und ins Wirtschaftsleben eingreifen. Aber wenn wir hier zögern und zimperlich werden, dann wird der Preis am Ende viel, viel höher werden. Alles klar. Vielen Dank, Herr Stegemann. Habe ich gerne gemacht. Vielen Dank. Zwei Männer deponierten in einem Lingener Elektrofachmarkt am vergangenen Montag in kürzester Zeit über 100 hochwertige Computerspiele im Gesamtwert von fast 5.300 Euro in ihren Rucksäcken. Diese waren so präpariert, dass die elektronische Diebstahlsicherung unterdrückt wurde. Ein Mitarbeiter des Marktes sowie ein Ladendetektiv waren bereits auf die beiden Männer aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Diese fasste die Täter. Nach der Prüfung der Personalien stellten die Beamten aber auf der Wache fest, dass in den vergangenen Wochen bereits 13 Ladendiebstähle auf das Konto der beiden Männer gingen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Viele Bereiche und viele Menschen haben unter der Corona-Pandemie ganz besonders zu leiden. Dazu zählt vor allem die Kulturszene. Aufgrund der Krise müssen die meisten Veranstaltungen heruntergefahren werden. So geht es auch einem Trio aus Lingen. Nicht vier, sondern drei. Das literarische TZ hat sich gesucht und gefunden. Nur das Publikum fehlt noch. In einer geselligen Runde auf der Bühne des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen wollen die drei über Bücher diskutieren. Eine Premiere war bereits geplant, musste aber Corona-bedingt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wir haben uns überlegt, vielleicht das im Jahr dreieinhalb, viermal zu machen. Ja, und dann so eine gewisse Kontinuität auch zu entwickeln. Und das Prinzip, der Gedanke ist der, jeder von uns sucht sich ein Buch heraus, von dem er meint, dass er darüber etwas sagen will. Wir wissen aber voneinander nicht, was der andere über dieses Buch denkt. Wir lesen zwar alle drei, lesen wir diese drei Bücher, und dann werden wir wirklich unvorbereitet, ungeplant in die Diskussion gehen. Und das kann schief gehen, es kann aber auch hochinteressant sein. Und es soll ja auch ein Unterhaltungswert haben, diese Veranstaltung. Das literarische TZ. Drei Bücherwürmer, die eine Bühne für ihre Leidenschaft gefunden haben. Wann das Publikum aber zu ihnen finden kann, ist ungewiss. Sobald ein Termin feststeht, werden sie auf unserem Newsportal informiert.
Und wir bleiben beim Thema Kultur. Auch in Meppen hat man mit dem Ausfall aller kulturellen Veranstaltungen zu kämpfen. Ganz unterkriegen lassen sich die Kreisstädter nicht und haben eine Lösung gefunden. Ob Konzerte, Theateraufführungen, Poetry Slams oder sonstige Kulturevents. Der erneute Corona-Lockdown legt wieder alles lahm. Die Freude war groß, als es im Sommer hieß, Veranstaltungen können wieder mit einer gewissen Publikumsbegrenzung stattfinden. Der Schock saß dafür umso tiefer, als es im November wieder alles runtergefahren werden musste. Auch im Jugend- und Kulturzentrum Meppen, kurz JAM. Also es war natürlich erstmal so ein bisschen surreal. Das war ja irgendwie nicht absehbar, zumindest nicht in dieser Dimension. Wenn ich mich richtig erinnere, war das tatsächlich am Freitag, dem 13., wo dieser Lockdown stattfand. Wir hatten in der Woche davor noch den Tag des Ehrenamtes mit, ich glaube, knapp 500 Gästen im Emslandsaal Kamp und die Kleinstadt-Comedy mit ebenfalls über 500 Gästen. Und eigentlich nicht denkbar. Am 13. März sollte eigentlich hier ein ausverkauftes Eisenkahl-Konzert stattfinden mit Akustik Stil im Vorprogramm. Und ja, es hat sich tatsächlich am Abend davor abgezeichnet, dass die Schulen geschlossen werden und dass das ganze auch kulturelle Leben zum Stillstand kommt. Das Kulturzentrum der Kreisstadt hat aber immer noch das Privileg, eine städtische Einrichtung zu sein und hat somit einen gewissen Rettungsschirm. Diesen haben andere Veranstaltungshäuser oder auch Künstler nicht. Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass die Unterstützung bleibt, dass sie vielleicht noch ausgeweitet wird, dass man die Kultur nicht vergisst und dass man sich vor Augen führt, dass die Kultur wichtig ist und dass sie zwar ein weicher Standortfaktor ist für viele Kommunen, aber eben auch ein ganz wichtiger und dass sie zum Leben dazugehört. Genauso wie ein Supermarkt oder ein Arzt brauchen die Menschen Kultur. Komplett runterkriegen lassen sich die ehrenamtlichen Kulturschaffenden nicht im JAM. Selbst im Lockdown muss in Meppen nicht gänzlich auf Events verzichtet werden. Unsere Lösung ist tatsächlich die, dass wir versuchen, unsere Ehrenamtlichen so ein bisschen bei der Stange zu halten, indem wir andere Formate machen und natürlich dem Publikum dann dementsprechend auch so ein bisschen was bieten und die bei der Stange halten. Deswegen haben wir einige Angebote ins Digitale verlegt. Wir haben ja unseren Meppen Mag Dich-Kanal auf YouTube, der eine sehr gute Resonanz erfahren hat in der Corona-Zeit und werden da verschiedene Sachen anbieten. Wir haben Gottesdienste, wir haben eine große Quizshow, wir haben Informationssendungen, wir haben eine Jugendsendung, die Markus-12-Show am 5.12. Auch für die Weihnachtszeit hat sich das JAM gemeinsam mit der Stadtverwaltung etwas Schönes überlegt. Auf dem YouTube-Kanal gibt es im Dezember einen digitalen Adventskalender, in dem jeden Tag ein Türchen geöffnet werden kann. Und das waren Ihre regionalen Nachrichten für heute bereits wieder. Ich freue mich, wenn ich Sie morgen vor dem Wochenende noch einmal begrüßen darf. Dann wie gewohnt um 18 Uhr. Bis dahin einen schönen, entspannten Abend noch. Tschüss.